Was geht ab, ihr Verbrecher? Es gibt wieder News zu unserem Lieblingsspiel. Unter anderem werden wir kurz den zweiten Patch zum Update 1.26 besprechen. Also, es gibt viel zu besprechen. Los geht's! Oh Mann, diese blöde Zombie-Seuche. Schon wieder kein Empfang. An alle Überlebenden. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben nicht nur Zuflucht, sondern wir haben noch was Besseres. Und zwar Holy Energy. Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Das Motto, geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Ohne so einen Mist wie Zucker und künstlichen Aromen. Zudem habt ihr eh keinen Zucker in der Apokalypse. In der Apokalypse müsst ihr natürlich fit bleiben. Nur 4 Kalorien pro 100 Milliliter. Mega Sache. Vegan, aber dennoch lecker. Und das Beste, eine Dose Holy sind ca. 70 Dosen Red Bull. Aber mit mehr Effekt. Holy bietet nicht nur Energy, sondern auch verschiedene Eisteesorten. Sehr erfrischend und ihr habt kein lästiges Schleppen, also kein Schleppen von Pfandflaschen. Mega Sache. Für die Sportler unter euch gibt es die Hydration Drinks. Nach dem Sport, vor und während des Sports helfen die Hydration Drinks, um euch bei voller Leistung zu halten und lässt euch nicht dehydrieren. Wenn ihr gerne feiern geht und am nächsten Tag nicht verkatert aufwachen wollt, sind die Hydration Drinks genau das Richtige für euch. Einen vorm Schlafen gehen und ihr seid am nächsten Tag wie Herkules bei vollen Kräften. Holt euch am besten über den QR-Code oder über den Link in der Videobeschreibung das Holy Probepaket und probiert Holy selbst aus und findet für euch den perfekten Geschmack. Meiner ist übrigens Wassermelone. Mit dem Code QUOTENRUSSE5 bekommt ihr auf die erste Bestellung 5 Euro Rabatt und mit dem Code QUOTENRUSSE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung und unterstützt gleichzeitig das Noob-Team und unser Kanal. Also, bleib fit, tu was für die Umwelt, bestell Holy. Wir bedanken uns natürlich bei Holy fürs Sponsern von diesem Video. So Freunde, eine der besten Neuerungen sind natürlich die Boote. Diese wurden auf den experimentellen Server hinzugefügt. Man kann die Boote normal testen und durch Livonia oder Cernarus mit den Booten düsen. Meiner Meinung nach sind die Boote auf Cernarus ganz cool, während auf Livonia diese nicht zu gebrauchen sind. Auf den Booten können insgesamt 4 Personen Platz nehmen. Wenn man langsam fährt, kann sogar der Beifahrer aufstehen und vom Boot schießen. Aber lasst bloß die Boote nicht im Wasser, wenn ihr aufs Land geht, sonst treibt das Boot einfach weg. Einfach auf den Strand drauf fahren, später könnt ihr das Boot einfach wieder ins Wasser schieben. Übrigens, aktuell braucht ihr für das Boot nur eine Zündkerze, mehr nicht. Es gibt keinen Spritverbrauch oder sonstiges, soll aber in Zukunft ausgebaut werden. Die Boote haben auch keinen Stauraum, das Angeln auf den Booten funktioniert aktuell nicht so wirklich richtig, wird aber in Zukunft 100% gepatcht. Die Boote haben auch 3 Gänge, also ein Vorwärts-, Neutraler- und Rückwärtsgang. Fahren sich recht zügig, richtig flink, nur man darf nicht nach links zum Beispiel oder nach rechts und Gas geben, sonst dreht sich das Boot. Ansonsten finde ich die vom Fahrverhalten her mega gelungen. Des Weiteren könnt ihr auf das Boot kein Fass, Schatzkiste oder Holzkiste draufstellen. Es fliegt, wie ihr gerade auf den Bildern seht, einfach daneben. Und wenn ihr das Boot irgendwie zerstört habt durch Schüsse, Explosionen oder sonstiges, könnt ihr das weiterhin ganz normal benutzen. Ich denke aber nicht, dass das so gewollt ist. Ich denke, in Zukunft wird sich das da auch verändern. Ich persönlich finde die Boote cool, allerdings nicht auf Livonia. Was haltet ihr davon? Schreibt mir ruhig in die Kommentare. Eure Meinung würde mich ziemlich interessieren. Findet ihr die sinnvoll auf Livonia oder Cernarus, dass die später auf Sakaar, also auf dem kommenden DLC, auch verfügbar sind? Das ist klar, da gibt es ja viele Eisflächen, viel Wasser und so weiter, ne? Und um diese quasi zu überqueren, braucht man Boote. Aber ob man die auf Cernarus oder Livonia braucht, ich weiß es nicht. Allerdings, wie gesagt, an der Küste von Cernarus finde ich das ganz geil, ein bisschen damit rumzudüsen. Mega Sache. Was haltet ihr davon? Rein in die Kommentare. Übrigens, was viele nicht mitbekommen haben, im Update 1.26 kriegen die Autos so eine Art, ich nenne das jetzt mal aktive Federung. Dadurch fahren die Fahrzeuge viel weicher. Die Räder bewegen sich ganz normal, springen nicht in alle Richtungen. Und was auch cool ist, man hat sowas wie so eine kleine Staubwolke hinter den Rädern. Das sieht mega cool aus. Und was auch cool ist, bei den Offroad-Autos sind die Fenster jetzt ein bisschen verdreckt, wenn man in First Person ins Auto einsteigt. Freunde, diejenigen, die live
bei dem experimentellen Stream dabei waren, die haben das mit uns beobachten können. Und zwar wurde an dem Loop-Table der Waffen ein bisschen was geschraubt. Ich nehme jetzt als Beispiel die KM, die wurde aus der Toxic-Zone rausgenommen und spawnt jetzt ganz normal in Tier 4 Location auf beiden Maps. Als Beispiel jetzt die DMR spawnt jetzt in TC. Die SVD spawnt auf Tschernarus nach wie vor in der Toxic-Zone, während die auf Livonia bei den Heli- und Konvoi-Spawns erscheint. Die M16 soll angeblich bei Konvoi und Heli-Crash sein, nicht mehr in Tier 3, 4 zu finden sein. Allerdings ist aktuell auf der Experimentellen noch so, dass man die noch weiterhin in 3 und 4 findet. Aber laut Types sollte man die nicht finden. Wir werden sehen, wie sich das verhält. Auf jeden Fall wurde was am ganzen Loot-Table ein bisschen gedreht. Die Waffen wurden so ein bisschen angepasst. Zum Beispiel die SKS findet ihr nicht mehr nur auf Military, sondern die wird in 3 und 4 in Dörfern spawnen. Also Tier 3, 4 Dörfer. Die habe ich auch so gefunden gehabt. Seht ihr hier im Video auch. Ich werde mir das aber genau angucken, sobald das Update draußen ist, und werde eine normale Liste erstellen, wo welche Waffen genau spawnen, weil es ist ja experimentell, das kann sich jede Minute ändern. Heute ist die KM da, morgen ist die woanders, deswegen, ich wollte euch nur informieren, wie das jetzt aktuell der Stand ist. Seht ihr, wie gesagt, hier auf den Bildern, wo die Sachen spawnen, oder habt ihr gerade auf den Bildern gesehen. Wie gesagt, ein Video dazu folgt, wenn das Update komplett draußen ist. Kommen wir zu der letzten wichtigen Anpassung, und zwar wurden alle Rucksäcke jetzt angepasst. Davor bei dem experimentellen Release wurden ja nur die Klamotten angepasst und jetzt wurden auch die Rucksäcke angepasst und Militärjacken. Das heißt, die Jacken sind nicht mehr auf 30, sondern auf 24 reduziert worden, und alle Rucksäcke, die ihr gerade eingeblendet seht, ihr habt hier wirklich alle Rucksäcke, einfach pausieren und dann könnt ihr euch die Zahlen selber angucken. Ich kann euch so viel sagen, nichts mehr mit langen Waffen in Rucksäcke verstauen. Ja, ich find's geil. Wie findet ihr die Änderung? Mir gefällt das. Hier zum Beispiel der große Rucksack. Da seht ihr, da passt noch die KM rein. Aber eine BK könnt ihr als Beispiel dann nicht mehr reinlegen. Dafür ist Rucksack einfach zu klein. Dementsprechend passen auch keine Langwaffen mehr rein. Und eine Kleinigkeit hätte ich fast vergessen, und zwar könnt ihr im Startbildschirm nun das DayZ Frostline DLC auf die Wunschliste setzen. Das waren auch die Änderungen zum Patch 2, und jetzt kommen wir zu einer Sache, und zwar kann man jetzt mittlerweile in den Dateien als Admin sich die Sakaar-Sachen schon mal spawnen lassen. Hier eine Flasche zum Beispiel, inklusive Filter, verschiedene Anziehsachen. Wie ihr seht. Neue Ushankas. Natürlich in verschiedenen Farben. Neuer Helmdesign. Neue Plattenwestendesign. Das kriegen wir alles auf Sakaar. Natürlich auch in diesem Design die Taschen. Neuen Ghillie, passend zum Winter. Hier nochmal die Tasche ganz kurz, und gleich sehen wir auch natürlich den Ghillie. Eine Jägerweste in Weiß, Feldweste passend. Balaklavas, die sind übrigens auch auf Experimentellen zu finden. Wie ihr seht, hier der Ghillie. Gewehrtarnhülle, natürlich in denselben Farben. Neues Essen, neue Konservendose. Neuer Anglerhut, wird sich Anton freuen. Garnelen, neue Fischarten. Die Flasche habt ihr ja schon gesehen, es gibt auch ein neues Medikament zu finden. Die Flasche hat übrigens einen integrierten Filter, das ist das Medikament, weil in Sakaar wird man ja eine Metallvergiftung kriegen können, und dieses Medikament verhindert das. Das könnt ihr dann einfach wie so eine Chlortablette ins Wasser reintun und dann trinken.
Dann haben wir natürlich auch, so, die Schaufel erstmal kurz einpacken. Was cool ist, ist dieser Case hier. Ich vermute mal, den wird man in Sakaar irgendwie finden. Ich habe hier Schlüssel kurz vergessen. So, Schlüssel habe ich. So, mit dem Schlüssel könnt ihr den Case jetzt aufmachen. Dann habt ihr da ein paar Slots. Ich vermute mal, da wird man in Sakaar irgendwie so eine Art Quest machen können. Ihr seht, da sind Slots. Dann kann man das wieder verschließen. Zack. Da sieht man die Slots nicht mehr. Und das Geile ist, ihr könnt das Ding vergraben. Man könnte zum Beispiel auf Community-Server damit coole Events machen. Natürlich gab es dann auch verschiedene neue Zombie-Arten, beziehungsweise selbe Zombies mit neuen Klamotten eingefroren und so weiter. Dann gab es neue Tiere natürlich. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, wollt ihr ein spezielles Video nur zu diesen Sachen? Einfach mal reinschreiben, dann werde ich das machen. Ansonsten sind wir mit dem heutigen Video durch. Wir sehen uns nächste Woche. Vergesst nicht, Holy zu bestellen, unten in dem Link. Damit werdet ihr uns supporten. Vielen Dank an alle Kanalmitglieder, die hier natürlich angezeigt werden. Dankeschön. Ich hoffe, wir sehen uns in den Livestreams. Nicht vergessen, bewerten, abonnieren. Wir sind kurz vor den 10.000. Vielen, vielen Dank für die beste Community der Welt. Ich bin raus.